Schauen Sie, wir haben ja seit einem Jahr eine Dame, die Sarah Helm, die für dieses Schloss verantwortlich ist. Sie hat in diesem Jahr sehr viel analysiert, angeschaut und auch die ersten Umstrukturierungen gemacht. Es wird jetzt im nächsten Jahr eine Neupositionierung geben müssen für dieses Schloss. Aber eins ist ganz klar, wir haben zum Beispiel nach der Landesausstellung sehr stark oder eigentlich nur dieses Schloss in den touristischen Fokus gerückt. Das war damals auch mit dieser Ausstellung im Fünf-Elemente-Museum auch durchaus berechtigt. Aber natürlich, jedes Museum kommt auch in die Jahre. Und letztendlich kann es nur so sein, dass man sich auf die wirklichen touristischen Stärken besinnt. Und da stellt dieses Schloss eigentlich ein Zusatzangebot dar. Ist aber sicher nicht das, was wir in die touristische Auslage ganz oben hinstellen, jetzt für ein Freizeitangebot oder ein museal-kulturelles Highlight. Es ist ein Angebot, ein hochqualitatives Angebot, aber letztendlich geht es darum, die ganze Stadt und die Besonderheiten und diese Einbettung in die Region zu vermarkten. Das klingt so, als ob Sie mit dem Schloss Rothschild eine Umstrukturierung vorhaben und eine neue Position für dieses Schloss finden möchten. Genau. Es muss einfach hier auch gelingen, dass wir die Wertschöpfung dort noch stärker erhöhen. Wir wissen, dass dieses Schloss ja nach dem Umbau wirklich bis in den letzten Raum ausgenutzt ist. Dass wir auch immer wieder Nutzungskonflikte haben könnten, wenn ein Teilbereich vermietet ist, dann lässt sich der andere nicht bespielen und umgekehrt. Und da muss es einfach klar sein, in welche Richtung geht's und wo setzen wir die Schwerpunkte hin, damit wir letztendlich auch dieses Angebot, das wir haben, auch vermarkten können. Damit der Kunde dieses Angebot auch tatsächlich vorfindet.